Leute, das war schon mal der kleine Einstimmungstrailer, um euch in die richtige Stimmung zu bringen für das, was jetzt passiert. Wir sind auf dem Weg zu einer Wahnsinns-Location. Wirklich, wirklich geile Bilder werden das werden. Und wir wollen heute einfach mal ein bisschen mit diesem Auto ballern, darüber sprechen, wie es sich anfühlt dabei. Hier kleppert meine Red Bull-Dose ein bisschen rum. Und euch einfach mitnehmen auf diese geile Fahrt, auf die ich mich sehr, sehr freue. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir fahren jetzt zur Location und sehen uns dort. Wir sind jetzt an der Location angekommen und wir fangen gleich mal mit einem Highlight an, nämlich Launch Control. Das heißt natürlich, dass wir auf die Bremse steigen, Gas geben, er nimmt die richtige Drehzahl, ca. 3.500. Man geht von der Bremse und knallt los. Das Einzige, was man machen muss, ist in S sein und dann natürlich hier noch das ESC ausstellen. So, und dann können wir auch direkt los. Den Eindruck bekommen, was bedeutet Launch Control mit diesem Auto zu machen, Leute. Das Ding schiebt wie die Hölle. Ich schwör's euch, diese 500 PS mit der Launch Control, mit dem Allrad, das geht sowas von geil nach vorne. Es drückt einen in den Sitz rein. Es ist wirklich, ich hab's schon, ich weiß nicht wie oft gemacht, ne? Wirklich schon oft. Aber es hört nie auf, sich einfach nur geil anzufühlen und Spaß zu machen. Und generell ist dieses Auto, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt diese Strecke ausgewählt haben, ist einfach ein Auto, das Spaß macht. Ne? Das ist einfach, das vom Handling her, ist so super sportlich. Ich kann eigentlich jetzt bei Audi kein Audi, außer jetzt vielleicht ein R8, was man mit diesem Auto, mit dem TT vergleichen kann. Zusätzlich hat er ja noch jetzt von H&R Federn drin, Sportstabis von uns drin. Dadurch ist er tiefer, dadurch ist er auch rollt er ein bisschen weniger und dann ist natürlich gerade so diese Kurvenpassage und so. Das Auto wirklich, es neigt sich nicht mehr so viel, es klebt super genial. Du kannst einfach so angasen und es macht wirklich, wirklich Laune. Während uns jetzt hier 800 Motorräder entgegenkommen. Ne? Es ist einfach, es ist schwer in Worte zu fassen und wir versuchen euch natürlich auch immer das so gut es geht zu zeigen. Es ist gar nicht so leicht, das zu vermitteln und auch den Speed und die, ja, einfach diese Fahrdynamik und die Kräfte im Auto zu vermitteln. Das ist wirklich genial. Na, komm, wir schalten mal runter hier. Genau. Geil einfach. Es ist einfach legendär, dieses Auto. Macht mir so viel Spaß und es tut mir auch ein bisschen leid, dass wir so lange gebraucht haben, euch das jetzt ein bisschen nachzureichen, mal mit dem Auto zu fahren. Top Speed bei dem Auto, ich muss wirklich sagen, ist jetzt, ich nehme es einfach mal im Vergleich zum alten TTRS.
ist wirklich gewaltig. Und auch mit der Leistungssteigerung, wo man es gerade oder wo man es vor allem merkt, ist natürlich jetzt nicht zwingend unten raus. Du merkst natürlich unten raus und davon, du merkst schon einen Unterschied. Aber da sprechen wir jetzt von Zehnteln. Wo du es wirklich merkst, ist oben raus, so ab 2,20. Der alte TTS, der hat da immer so ein bisschen, was Ladedruck angeht, ein bisschen nachgelassen, ist ein bisschen ausgefädelt. Der schon von Werk ab wirklich ist obenrum viel, viel mehr Ladedruck da mit der Leistungssteigerung noch. Du kannst wirklich ballern und hast wirklich die drei vorne stehen in kürzester Zeit. Also das ist schon nice. Also Autobahn holen wir definitiv auch noch nach. Das müssen wir schon auch noch mal machen. Verbrauch, Durchschnittsverbrauch ist bei 11,6 Litern. Auch das mit dem 5-Zylinder-Motor ist wirklich genial, muss ich sagen. Also der Verbrauch für 500 PS ist super gut. Natürlich verbrauchst du weniger, wenn du jetzt mit einem 2-Liter-Motor durch die Gegend fährst, aber für das, dass du hier wirklich so viel bekommst, ist der Verbrauch super anständig beim 5-Zylinder. Das muss man echt hervorheben, das ist echt cool. Über den Klang, ich glaube, ihr habt es jetzt ein bisschen gehört, muss ich glaube nicht mehr so viel sagen. Der 5-Zylinder hat einfach einen ganz eigenen Charakter. Ich kenne eigentlich niemanden, der schon jemals gesagt hat, dass ein 5-Zylinder-Motor nicht gut klingt. Was mich mal noch reizen würde, ist mal Semislicks draufpacken. Also wenn man dann wirklich den ultimativen Grip haben will. Ich glaube, man kann den TTS sogar, jetzt ist er ja konfigurierbar seit, glaube ich, 2 Wochen. Man kann den, glaube ich, sogar mit Semislicks ordern oder kann man dazu bestellen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das würde mich schon auch nochmal reizen, weil dann hast du nochmal wirklich mehr Grip, dann klebt es nochmal richtig. Also Reifen ist auch ein ganz, ganz großes Thema natürlich bei so Autos. Das kann schon auch noch einen Unterschied machen. So, jetzt geht's nochmal hier das letzte Stück hier hoch. Ich würde sagen, jetzt geben wir nochmal Gas und dann sehen wir uns wieder. So, war das jetzt geil oder war das geil? Ich hoffe so sehr, dass der Spaß rübergekommen ist, weil Leute, dafür ist für mich so ein Auto gemacht. Ne? So ein Pass, so ein Wetter, so ein Tag, da hoch zu ballern, das Auto zu spüren, am Limit zu sein, das ist so was von gut einfach nur. Und ich hoffe, man sieht es nicht. Ne? Ich habe ein bisschen geschwitzt beim Fahren, aber es macht so Laune, Leute. Ich kann es euch gar nicht sagen. Hoffe wirklich, dass das gut rüberkam. Ich kann das jedem nur empfehlen, das auch mal zu machen. Das muss auf jeden Fall auf die To-Do-Liste im Leben mit drauf sein, so ein Pass hochzuballern. Ist einfach nur mega, mega. Ne? Also wenn ihr wirklich Spaß hattet, genauso viel wie ich, lasst gerne ein Like da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr neu seid, abonniert und wir sehen uns wie gewohnt beim nächsten Mal. Danke. Ich muss jetzt ein Eis kaufen oder irgendwas zum Abkühlen. Ciao, ciao.